Willkommen zurück zu Pokémon Gold, die Nuzlocke. Mittagsleister. Das hat mir jetzt aber keiner gesagt. Hi. Hi Leute, ich wurde gerade überfallen. Ja, okay. Weiß nicht. Er ist gegen den Baum gefahren, aber ich komme mir gerade vor, als wäre ich gegen den Baum gefahren. Na ja, gut. Achso, der bin ja jetzt ich. Diese Pokémon-Arena ist toll. Sie ist nur für Mädchen. Wie dich. Pokémon-Arena von Prismania. Leitung Erika. Die Prinzessin mit Herz für die Natur. Tja. Der alte Mann, Und das ist ein alter Lustmolch. Nein. Das da, meine Freunde, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, ist eine Legende. Die Legende mit einem Panzer auf der Rücken. Auf der Rücken. Ja, das ist ein Bullen. Namens. Ey! Prismania City, die Pokémon Arena. Was soll das? Ich hier voll die Spannung und alles. Das hat doch eh schon jeder erkannt. Ich habe im Hintergrund nicht gemutet, ich bitte um Verzeihung. Ja, okay, ich bin zwei auf einmal, meine Wegen. Wir zeigen dir die Pokémon-Attacken, die Erika uns beigebracht hat. Ja, sollen sie ruhig. Bike ein und Bob. Hey, die Rosanna-Schwestern! Mit dem Miesel. No comment. Kaskade. Killer macht deinem Namen alle Ehre. Ich warte nur darauf, dass irgendwer dann überlebt. Vor allem Schlumpf hat jetzt, glaube ich, sogar schon das höchste Level, oder? Nee, es hat, glaube ich, bin mir gerade nicht sicher. Ich bin nämlich der Meinung, es hat das höchste Level. Nein, es hat 53. Wer hatte dann eben das höchste? Dann habe ich nicht. Dort hat 54. Okay. Ja, das habe ich aber weggelassen. Das muss. Ja, das weiß ich, dass du es weggelassen hast. Dafür hast du ja deine Nippel mitgenommen. Richtig. Oh, wir haben verloren. Richtig. So. Ein Kampf? Das macht mir ein bisschen Angst. Aber von mir aus. Ja, weil mein Killer deine Pokémon in der Luft zerreißt. So wird's vermutlich ausgehen. Vorschüler Mark mit Alpollo. Nice one. Wieso? Jeder, du meinst jetzt das Pokémon? Ja, jeder Trainer, der einen Alpollo dabei hat, den finde ich gut. Und jeder Trainer, der einen Gengar dabei hat, den findest du noch besser? Ja. Also... hat die richtige Wahl getroffen. Wer braucht Pflanzen-Pokémon, wenn man auch einen Apollo haben kann? Ach, das war's? Tja. Ja, kurz. Die gehört auch dir. Ich habe nämlich eben für zwei gesprochen. Halt! Hier haben nur Mädchen Zutritt. Was ist das? Nur eine kleine Kabine? Ich dachte, das ist eine Pokémon-Arena. Dachte ich auch. Und ich habe lange Haare, das gilt. Ja, aber der Typ... der gerade deine Rolle spielen muss, dieser kleine Pixeltyp, den du steuerst, hat kurze Haare. Das muss man dringend ändern. Deswegen habe ich mich ja so gefreut, als ich Pokémon Quarz gespielt habe, da hatte der Protagonist lange Haare. Kann man nicht irgendwie jetzt seit der 6. Generation auch das Aussehen von seinen Protagonisten verändern? Aber die Protagonisten haben maximal mittellange Haare. Na dann. Ich weiß nicht, Pokémon hat es noch nicht mitgekriegt, dass es auch Kerle mit langen Haaren gibt. Sogar ziemlich viele. Der Witz ist ja, die gibt's ja, die kann man ja sogar treffen. Aber der Protagonist kann keine langen Haare haben. Der muss Kurzhaare haben. Tja, zu der Stimmlage und dem könnte ich jetzt natürlich noch was erzählen, aber ja, das ist einfach weg. Ich weiß nicht, Pokémon ist nichts für Mettler, glaube ich. Ich bin zwar keiner, aber ich habe trotzdem lange Haare. Gamer. Und lasst euch etwas gesagt sagen haben, wie auch immer. Liebe Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer ihr euch selbst nennen möchtet, Kinder, Erwachsene, Jungs, Mädchen, ich schweife vom Thema ab. Ach nee. Ein Lehrer, der vor seiner Klasse den Hitler groß macht, ist vermutlich nicht mehr klar bei Stand. Bei Stand. Bei der Stand. Genau wie ich. Aber ich mache nicht den Hitler groß, ich bin einfach nur an sich ein bisschen... für die Klapsmühle bereit. So, hast du die Blumen betrachtet oder mich? Die Blumen.
Wenn man ein. Mit deinem Celebi. Oh, Celebi. Hast du Pflanz-Pokémon gesucht? Hast du das Beste genommen? Du trittst gegen ein Pokémon mit den gleichen Stats an. Also zumindest, falls ihr auf dem gleichen Level wärt. Also von sich aus haben ja Celebi und Mew die gleichen Basiswerte. Deswegen hau ich auch gleich eine starke Attacke raus. Gibt aber keine Erfahrung in das Vieh, das finde ich so schade. Hier ist jetzt auch gleich die Gießkanne mit dabei. Übrigens, sie könnte noch einen Frosch bekommen. Ja. Wer nicht weiß, was wir damit meinen, was irgendwie sehr deprimierend wäre, ehrlich gesagt, darf sich gerne im PokéWiki die möglichen Entwicklungen von Krapuzzi anschauen. Ich glaube, das hat jeder. Das weiß, glaube ich, jeder. So, und jetzt ist Hypno tot. Tot! Wir machen alles tot, tot. So. Wie ärgern. So, und jetzt kommen wir zu unserer schönen Arena-Leiterin. Noch mit dem Namen Erika. Hallo. Schönes Wetter, nicht? Einfach herrlich. Ich könnte gleich einschlafen. Ich heiße Erika. Ich bin die Arena-Leiterin von Prismania City. Wirklich? Den ganzen Weg von Johto? Wie nett. Oh, entschuldige. Ich wusste nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Nun gut. Ich werde jedenfalls nicht verlieren. Aber auch nicht gewinnen. Ich werde einfach einschlafen. Auf jeden Fall. Das ist auch eine Gießkanne dafür. Es sieht eher aus wie etwas, was die Pflanzen auffressen, oder? Natürlich ist mir schon klar, dass es mehr oder weniger auf dem Krokodil basiert und daher eher ein Fleischfresser wäre, aber ich wollte eher darauf hinaus, dass also es die Pflanzen sehr effektiv, rausreißen. Das war schon mal kein Pflanzen-Pokémon. Vermutlich nicht. Also wenn es sehr effektiv ist, würde es mich wundern. Jetzt kommt die Deckenbeleuchtung. Ja, schönes Wetter und so, nicht wahr? Ja. Die haben wahrscheinlich einfach das Blitz an die Decke gehängt. Und in so einen Glaskasten gesperrt, damit es wie so eine Lampe fungiert. Beziehungsweise Glühbirne. Auch sehr effektiv, aber es überlebt. Oh, und jetzt kommt der Doppelgegner nur ab. Jetzt wird nichts mehr treffen. Außer die Kaskade. Es hat fast nichts getroffen. So. Als nächstes das Voltoball. Wofür sie das benutzen, weiß ich nicht. Ersatzglühbirne. Wahrscheinlich. Ist dann die Wärmelampe oder so. Auf jeden Fall. Nachdem es sich aufgeladen hat. Die überleben hier aber alle so knapp. Ja, gleich werden sie noch mehr überleben. Lichtschild ist draußen. Ja, mit dem einen KP werden sie viel überleben. Ja, ein Pokémon ist noch da. Ja, das meinte ich eigentlich damit. Ja, aber gucken, was es wird. Okay, ich nehme es wieder zurück. Aber hey, wir haben zum ersten Mal Pokémon über Level 40 getroffen. Und den Hamster. Und es stimmt nicht. Hamtaro, bist du das? In der letzten Arena gab es Pokémon bis Level 50. What the hell? Ja, das macht vermutlich so den meisten Schaden. Wie hat dieses Vieh überlebt? Das ist bei den Werten, die das Vieh haben kann. Naja, Lichtschild, immer noch. Ja, aber ich meine den Wert. Lichtschild. Hydropumpe. Lichtschild. So stark ist kein Lichtschild. Oh, 50% Reduce. Du bist geschlagen. Du bist außergewöhnlich stark. Ich gebe dir den Farborden. Ja, trotzdem. Auch mit Lichtschild sollte eigentlich eine Hydropumpe für so einen Hamster reichen. Was ist, wenn der Hamster eine extrem hohe Spezialverteidigung hatte? Ich frag mich echt, wo der Hamster die her hatte, aber egal. Das war ein herrlicher Kampf. Das spornt mich zu neuen Taten an. Nimm bitte diese TM an. Es ist Gigasauger. Das ist eine schöne Attacke, die die Hälfte des zugefügten Schadens wird zur Heilung, egal, deines Pokémons verwendet. Verwende sie, wann immer du möchtest. Bolzer hält TM 19. So, schön wäre es, wenn das jetzt auch wirklich Gigasauger wäre. Und ich kann dir sagen, wo es dir herrscht. Es hat einfach meine neue Hamster-Energy-Riegel gegessen, die ich entworfen habe. Eine Niederlage ist nicht sehr angenehm. Aber das
aber es ist ein Ansporn dazu, sich mehr anzustrengen und irgendwas. Das ist starke Trainer. Es ist schön zu wissen, dass es starke Trainer gibt. Und die Spannung steigt. Welche TM haben wir wohl bekommen? Dreifachkick. Na, klingt doch hilfreich. Mal gucken, wer es. Ich soll gucken, wer es erlangen kann. Ja, warum auch nicht? Nippel. Vielleicht kann man ja irgendwas dadurch ersetzen. Vielleicht. Kamikaze könnt's lernen. Und Nippel. Nee. Einfach nur nee. Okay. Die sind schon gut so, wie sie sind. Es wäre effektiverer als Zertrümmerer. Zertrümmerer will ich aber nicht gerade verlernen. Ja, das habe ich auch schon befürchtet. So, wo wollen wir uns dann jetzt hinmachen? Statten wir jetzt wieder Rocco einen Besuch ab oder angeln wir uns hier erst nochmal ein Pokémon? Also angeln muss nicht sein, ganz ehrlich. Oder gucken wir, was man sich hier so für Pokémon in der Spielhalle ertauschen kann. Was eine Ewigkeit dauern könnte. Stimmt, das könnten wir. Ne, wir könnten uns die ja kaufen, wir haben haufenweise Kohle. Wie viel Kohle haben wir denn? Ja. Wir sollten eigentlich mehr als genug haben. So. Hier gibt's TMs, die brauchen wir nicht. Also bis jetzt ist es noch gleich. Wir müssen halt nur wissen, wer was ist. Also. Ich könnte ja mal ein bisschen was kaufen, dann kaufen wir uns einfach das erste. Los. Ja. Ja, okay. Ich glaube, wir kriegen nicht allzu viel dafür. Wie viel habe ich jetzt schon? 1688, das steht da oben, das weißt du schon. Oben rechts, gucken, lesen. Nennt man sowas. Okay, es wird doch reichen. 3000 brauchen wir, ne? Ja, einen noch. 150. Dann haben wir gerade so. Da haben wir 5 mehr als nötig wären. Brauche ich dafür einen leeren Slot? Vermutlich. Testen wir einfach mal. Finden wir es raus. Ja. Nächstes Pokémon wird abgelegt. Weißt du was? Ich bring dem dann einfach den Zerschneider bei. Quatsch, nicht Items. Du kannst auch einfach ablegen. Allerdings bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie viel Zeit wir noch haben. Weil dann könnten wir die Spannung steigern und beim nächsten Mal herausfinden, was für ein Pokémon wir haben. Habe ich jetzt das richtige Pokémon abgelegt oder das falsche? Ich glaube, du hast nicht Mittel abgelegt. Nein, ich habe Patrick abgelegt. Mitnehmen. Gut, Nippel, so. Weißt du denn zufällig, wie lange wir hier schon am Rummachen sind? Noch nicht so lange. Na dann finden wir wohl doch diese Folge heraus, was für ein Pokémon es sein wird. Okay, es wird doch ein paar Teams. Ein begabter Mime von Geburt an. Wird es älter? Kann es unsichtbare Objekte generieren? Okay, Bantimos ist eine Sperre, 1,5 Meter groß und 54,5 Kilogramm schwer. Ich fand das Pokémon immer doof. Und du? Kannst es ja Joker nennen. Ist mir so egal. Oder du könntest es aber auch, keine Ahnung, irgendwie sowas wie Hausmädchen oder Maid nennen, wegen. Nein. Ja, weil Ash Mutter hat ja immer eins bei sich. Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Finde ich total dämlich. Okay, und wir haben jetzt einen Joker. Ja, da haben wir jetzt einen Joker dabei. Level 5, glaube ich. Ich interessieren auch überhaupt gar nicht erst die Typen oder Attacken. Achso, stimmt, ich wollte mir jetzt einen Schneider beibringen. Es muss hier Joker heißen. Sonst wäre ja zu langweilig. Vielleicht kannst du auch noch fliegen oder sowas erlernen. Das kann nicht der Schneider lernen. Ach ja. Brauchen wir es zum Glück nicht. Hier darf ich auch noch fangen. Nichts wie los. Vielleicht finden wir jetzt einen Vodri. Vardri. Vati. Vardri. Respekt. Nein, das hat's überlebt. Nein, das hat's überlebt. Da konnte ich aber nichts für, weil Fuchtler. Ah, okay. Was benutzt auch Fuchtler? Ich wollte das Vieh nicht. Ich wollte da noch ein paar raus. Wir hätten es eh nicht trainiert. Ich wollte Free Wolle.
Tja, da wir uns nicht entscheiden können. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Prismania City. Und das war es auch schon, was ich dir zu sagen hatte. Du kommst ja auch gerade nur vom Radweg. Ja. Daher weißt du das auch noch nicht. Schlummer männlich Noel. Mit seinem Amoroso. So, okay, dann mach Brot. Kurzerhand, kurz und schmerzvoll, dann ist es zumindest weg. Bin ich auch besser, wenn das Vieh weg ist. Könnte dich ja immer noch umbringen, beziehungsweise killen. Das glaube ich nicht. Uff. Oh. Halt die Klappe, Mark. Sag mal, kann man die denn nicht irgendwie löschen? Irgendwie. Aber ich fühle mich so einsam, als hätte ich keine Freunde, wenn ich Mark lösche. Ich bin ja jetzt wieder da, jetzt lösche ich diesen Mark. Der Typ geht mir. Pokécom. Telefonnummern. Mark. Lösch. Ups, nicht anrufen. Nein! Das musste doch sein, sein letztes Mal, oder? Ich find's aber auch interessant. Wenn man Mark bei sich löscht, kann er einen nicht mehr anrufen. Man kann ja automatisch die Rufnummer blockieren. Pokémon Arena von Fuxania City. Leitung. Hab ich nicht gelesen. Leitung Janina. Die giftige Ninja-Meisterin. Hier sieht man aber die Dinger viel zu gut, finde ich. Ja, irgendwie schon. Aber wie wir uns hier durchprügeln, seht ihr im nächsten Part. Lasst uns doch ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich würde sagen, bis dann. Euer Wolf.